Zu einem Gebäudebrand an der Annenstraße wurde heute Morgen die Wittener Feuerwehr gerufen. Gegen 8.15 Uhr ging der Alarm in der Leitstelle ein. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Treppenraum und das Dach des Gebäudes bereits in Flammen. Die Rauchwolke war schon vom Weiten zu sehen. Zwei Bewohner hatten sich auf das Dach eines Nebengebäudes gerettet. Sie wurden leicht verletzt über die Drehleitern der Feuerwehr gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Das Gebäude war vom Innen bereits zu sehr beschädigt, deshalb leitete die Feuerwehr einen massiven Außenangriff ein, um das Übergreifen des Brandes auf weitere Gebäude zu verhindern. Gegen 12 Uhr war der Einsatz der beteiligten Wehren aus Annen, Rüdinghausen, Schnee, der Altstadt und der Berufsfeuerwehr beendet. Ein wiederaufkeimendes Glutnest wurde durch ein Löschfahrzeug gegen 13 Uhr abgelöscht.